Das Made gilt auch als das Festival mit den bestangezogenen Besuchern. Und wir hören uns jetzt mal um, was hier gerade in Sachen Fashion so angesagt ist. Hinter mir findet zum Beispiel gerade ein Fashion-Workshop statt. Und wir schauen einfach mal, was hier so los ist. Und Bandanas, kommen die gerade in Mode? Die sind auch, glaube ich, schon immer in Mode gewesen und sind auch immer in Mode, wenn man Bock drauf hat, die zu tragen. Gibt es da verschiedene Techniken? Ich sehe, du hast so eine Flechttechnik. Gibt es da noch was anderes? Ja, Bandanas sind ja eigentlich so diese Tücher, diese speziellen. Aber ja, klar, also Headbands, da kann man echt viel machen. Wir haben jetzt hier auch gerade, ich würde mir eigentlich echt gerne aus diesem schönen Glitzerstoff ein Headband machen, weil das funkelt dann nachts auch schön beim Tanzen. Aber ich glaube, da sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Da kann jeder machen, auf was er Bock hat. Und Blumenkränze, sind die out dieses Jahr? Nö, auch nicht. What is the best fashion trend this year at Melt Festival? I'm fucking riding these pants, to be honest, but best fashion trend, shit. I'd really like girls wearing the full African tribal kind of bushduff gear. It's really, really interesting. Yeah. Ich glaube so Vintage 90s oder so. Auf jeden Fall Doc Martens, denke ich. Und Glitzer im Gesicht. Ja. Ich sehe ganz viele so Badeanzüge dieses Jahr, die hinten so einen Rücken offen haben und in ganz verschiedenen Farben. Sind Haarbänder noch in? Oder Haarkränze? Haarkränze gar nicht. Nein. Gold-Tattoos, habt ihr die schon gesehen? Ja, auch leider schon ein bisschen ausgelutscht, aber. Und Choker? Sind Choker out? Ja. Was ist das Fashion-Highlight auf dem Melt dieses Jahr? Ich glaube, das ist dieser Formel 1, der hautenge Formel 1 Anzug. Ja, da war ein Typ mit einem gelben Formel 1 Anzug hier abgeschnitten, du hast den halben Hintern draußen gesehen. Here nothing can shock you basically, if you're here longer than 10 minutes. Then... Okay, wir haben gesehen, die Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Schocken kann Melt-Besucher jedenfalls nichts, was das Outfit angeht. Und wir haben uns jetzt jede Menge Inspirationen geholt und können das jetzt bestimmt auch mal zu Hause tragen.